Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Heute möchte ich meine Stecklinge präsentieren, die ich vor 36 Tagen genommen habe. Und mittlerweile sind die Hälfte der Stecklinge auch angegangen, haben Wurzeln geschlagen. Und heute möchte ich ein Video darüber machen, wie die nächsten halt aussehen und was man machen kann, was der aktuelle Zustand ist. Meine Obstbaumstecklinge. Hier sind 4 Sorten oder 5 Sorten Feigenstecklinge drin, 2 Sorten Maulbeersstecklinge. Und etc. andere Stecklinge. In diese Box waren vorher 150 Stecklinge etwa drin. Etwa 50 Stück sind angegangen und die restlichen sind noch hier und die gehen nach der Zeit an. Und das wollte ich euch mal, liebe Freunde, präsentieren. Also ich habe das in so eine Baustellenbox reingemacht, weil so wird die Wärme erhalten. Die Feuchtigkeit bleibt drin. Wie ihr seht, ist alles top grün. Nun werde ich jetzt ein paar rausholen, um zu zeigen, wie die aussehen, wo die Bewurzelung stattfindet und wie die Stecklinge halt aussehen. So. Hier ist eine Sorte. Zwar hat der noch keine Stecklings. Man kann nicht Steckling, sondern Wurzelbildung. Hier sieht man die Wurzelbildung leicht. Also ich ziehe meine Stecklinge in mehreren Materialien auf, einmal in Erde, einmal in Perlite und einmal in Steinwolle. Das ist zum Beispiel eine, die super toll angegangen ist, wo man sehen kann auch die Wurzelbildung direkt. Und also das Ideale daran ist, die hat auch sofort schon eine Fruchtbildung, also eine Feigenbildung, wie ihr seht. Super tolle grüne Blätter, liebe Freunde, schaut euch das mal an. Genial. Also die Pflanzen sind momentan im Wachstumsmodus und durch die Hitze entstehen dann auch direkt die Früchte. Also wie ihr seht, die Wurzeln haben sich prächtig entwickelt. Die schießen jetzt raus hier. Der muss dann direkt natürlich mit der Erde verbunden werden. Also den werde ich auch gleich umtopfen in die Erde, weil der ist fertig. Das ist ein super Steckling. Der ist erfolgreich gewesen. Leute, also liebe Freunde, wie ihr seht, ist alles in dieser Box grün und 90% oder 95% werden auch angehen und die sehen auch toll aus. Jetzt präsentiere ich euch mal noch einen, vielleicht der schon Wurzeln hat, ich hoffe mal, weil die Pflanzen sind einfach zu sensibel, man kann die nicht so eben mal auf die Schnelle rausziehen. Ich gucke, beobachte gerade, wo ich Wurzeln sehen kann schon. Der sieht ja sehr gut aus, liebe Freunde. Jetzt hole ich mal einen raus. Guckt euch den mal an. Okay. Der hat sich auch sehr prächtig entwickelt. Wie ich gesagt habe, 36 Tage sind die momentan alt. Ich habe es geschafft, auch in 30 Tagen, viele sind, also nicht 30 Tagen, 3 Wochen, 21 Tagen sind welche angegangen. Und je nach der Stärke gehen die nach der Zeit an. Die gehen nicht alle gleichzeitig an, weil auch der Platz einfach zu groß ist. Und immer nach der Zeit, wenn die angehen, hole ich einzelne hier raus aus meiner Box, wenn ich sehe, dass die Wurzeln geschlagen haben. Und dann mache ich die Box wieder zu, liebe Freunde. Hier ist noch ein super Steckling. Zwar kann man bei dem keine Wurzelentwicklung sehen, aber liebe Freunde, die Triebe, die grünen Triebe zeigen schon, dass es der Pflanze sehr gut geht. Den packen wir mal wieder rein. Ich wollte euch mal präsentieren, wie die Entwicklung von Obstbaumstecklingen auf Steinwolle aussieht, damit ihr euch ein Bild machen könnt darüber. Eine kleine Präsentation mache ich nochmal von meinem Maulbeersteckling, von meinem dunklen Maulbeersteckling. Liebe Freunde, hier könnt ihr schon solche Wurzelansätze sehen, die eventuell sich zu Wurzeln bilden werden. Natürlich sind die Wurzelansätze jetzt hier in diese Steinwolle versteckt, hier im Boden. Und der sieht auch toll aus. Grün, Entwicklung in der Wachstumsphase. So,
Ich bedanke mich erstmal für euch, bei euch, dass ihr geduldig mein Video angeschaut habt. Einen zeige ich noch mal. Bei den Maulbeeren, da dauert das noch etwas, ein bisschen länger wie bei den Feigenstecklingen, liebe Freunde. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bei Interesse, bitte schaut euch auch meine anderen Videos an. Diejenigen, die Interesse an Obstbäumen haben, zu vermehren auf Erde, auf Perlite und auf Steinwolle. Und wie schnell das geht, das könnt ihr dann halt bei mir erfahren. Und ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Freunde.